Die heilige Maria Crescentia von Kaufbeuren. Als Anna Höss 1682 geboren, wächst das hochbegabte Mädchen in einer Weberfamilie auf. Wegen ihrer geringen Mitgift gelingt Anna die Aufnahme in das Kloster in Kaufbeuren im Jahr 1703 nur mühsam. Nach schweren ersten Jahren wird Crescentia später zur Oberin und Beraterin vieler geistlicher und weltlicher Menschen. Ein großer, wenn nicht der größte Crescentia-Experte ist Karl Pörnbacher. Der Germanist und Historiker befasst sich seit rund 45 Jahren mit dem Leben und Wirken Crescentias. Als Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks hat er 1975, zum 75-jährigen Jubiläum der Seligsprechung, eine Sendung über Crescentia gemacht. Das Verfahren der Heiligsprechung, im Jahr 2001 in Rom abgeschlossen, hat er außerdem als Vizepostulator begleitet. Von Beginn an bis zum heutigen Tag betrachtet Karl Pörnbacher Crescentia als Vorbild für ein Leben in der Nachfolge Christi. Mich hat es fasziniert, dass es eine unglaublich intelligente und gescheite Frau war, die unbeirrbar ihren Weg gegangen ist, aber einen Weg, der immer mit Rücksicht auf den Mitmenschen gegangen ist und deren Grundsatz zum Beispiel war, nicht die Leute sind fromm, die immer ein Kirchenlied auf den Lippen haben oder pfeifen, sondern es sind die Leute fromm, die sich um solche kümmern, von denen man keinen Vorteil zu erwarten hat. Und hat auch gemeint, so schäbig, wie wir gern mit solchen Leuten umgehen, gehen wir eigentlich mit Christus um. Die Begeisterung für die heilige Crescentia hat Karl Pörnbacher auch in unzähligen Vorträgen und Expertisen weitergegeben. Unter anderem auch immer wieder hier, an der Schwabenakademie im Kloster Irsee. Der heute 86-Jährige rückte dabei meist eine Mischung aus Crescentias Leben, ihrem Wirken, der Mystik und den Wundern in den Mittelpunkt. Vor allen Dingen sei Crescentia aber eine wichtige Heilige für unsere Zeit. Es gibt drei Gründe, warum sie für unsere Zeit wichtig ist. Einmal ist sie eine Heilige der Ökumene gewesen. Das hat man damals nicht so formuliert, aber sie kommt aus einer überwiegend evangelischen Stadt mit höchstens 20% Katholiken. Und sie ist verehrt worden von Katholiken und den evangelischen Christen. Und sie ist nur ins Kloster gelangt durch den evangelischen Bürgermeister. Nummer eins. Der zweite Grund ist, dass sie ein Beispiel ist für das Wirken der Frauen in der Kirche. Für uns heutzutage ein großes Problem, das den Bischöfen und dem Papst viel Kopfschmerzen bereitet, weil die Frauen manchmal viel vernünftiger sind als die Männer. Aber so war die Crescentia auch. Und ein drittes ist, dass sie ein Vorbild ist für das christliche Leben im Alltag. So hat Crescentia schon lange vor ihrer Heiligsprechung zum Leben von Karl Pörnbacher und auch dem seiner Frau gehört. Doch jetzt möchte der 86-Jährige kürzer treten. Dieses zweitägige Crescentia-Seminar vergangene Woche war sein letztes als Literaturdozent an der Schwabenakademie. Damit schließt sich ein Kreis eines besonderen Seminarleiters. Das, was mich am meisten mit ihm verbindet, das ist die Tagung, die wir vor 22 Jahren über die damals noch selige Crescentia veranstaltet haben. Das war eine Tagung, zu der wir Kunsthistoriker, Philosophen und Literaturwissenschaftler eingeladen haben, keinen Theologen. Und trotzdem ist von dieser Tagung 1998 der Impuls ausgegangen, dass Crescentia dann 2000, 2001 tatsächlich heilig gesprochen wurde. Und das mit einer Tagung zu erreichen, an der kein Theologe als Referent teilgenommen hat, das ist schon was ganz Ungewöhnliches. Und das ist auch eine Saat, die Dr. Pörnbacher ausgesät hat und die Frucht getragen hat. Die Heiligsprechung Crescentias von Papst Johannes Paul II., das ungewöhnlich schnelle Verfahren im Vorfeld mit ihm im Amt des Vizepostulators und die Menschen, die er dadurch kennenlernte. All das bleibt Karl Pörnbacher in guter Erinnerung. Seine vielen Veröffentlichungen als Autor und sein unermüdliches Engagement für die Erwachsenenbildung in Schwaben schätzen viele Menschen. Doch zumindest als Dozent soll damit nun Schluss sein. Es war eine ausgesprochen schöne Zeit und die Schwabenakademie macht Bildung als Vergnügen. Und so habe ich meine Tätigkeit hier aufgefasst,
Bildung als Vergnügen. Und das Hauptvergnügen hat der gehabt, der alles kennt und der darüber reden darf, was er gern mag und was ihn freut. Sodass ich eigentlich der war, der das große Vergnügen bei all diesen Seminaren gehabt hat. Die waren ja immer für 10 Vorträge zu je 90 Minuten ausgelegt. Aber es war für mich immer eine große Freude, über Dinge reden zu können, die ich gemocht habe. Ein letztes Mal verlässt Karl Pörnbacher als Dozent die Schwabenakademie im Kloster Irsee. Ein Abschied nach 25 Jahren. Einen Teil seiner freien Zeit wird Pörnbacher jedoch sicher auch weiterhin der Literatur, vor allen Dingen dem Leben und Wirken Crescentias widmen, der Heiligen für unsere Zeit.